freuen uns, am Samstag den Store zu eröffnen. Zum einen, weil wir dann unsere Produkte natürlich hier all unseren Kunden präsentieren können, aber auch unsere Services. Wir als Firma Apple sind seit 37 Jahren in Europa tätig. Wir haben aktuell 21.500 Mitarbeiter in 21 Ländern. Wir sind stolz auf das wirtschaftliche Engagement, was wir hier in Europa über die Jahre hin aufgebaut haben. Das spiegelt sich in 1,4 Millionen Arbeitsplätzen wider, die wir sowohl direkt als auch indirekt unterstützen. Unternehmertum in Österreich floriert und wir als Firma Apple sehen uns als enger Partner und Begleiter der Entwickler hier und statten die Entwickler auch mit den bestmöglichen Werkzeugen aus. Ja, lassen Sie mich ein bisschen was zu dem wunderschönen Store hier sagen. Wir sind ja hier mitten in Wien auf der Kärntner Straße. Den Stein, den Sie hier intern komplett verbaut sehen und der sich auch außen an der Fassade widerspiegelt, der kommt aus Portugal. Der passt perfekt zu dem italienischen Terrazzo, den Sie hier sehen. Wir haben hier an der Seite ganz schön Bänke zur Fensterseite hin. Da können die Kunden verweilen und wir haben dort auch Elektrizität. Das heißt, Sie können Ihre Geräte dort auch direkt laden. Oben haben wir eine sehr schöne Pflanzenwand, die sollten Sie sich auf jeden Fall auch anschauen. Wir wollten ein bisschen Grün in den Store auch reinbringen, was sich auch wunderbar dann mit der Fassade und der Front zur Weilburggasse hin ergänzt, wo wir 6 immergrüne Bäume gepflanzt haben. Wie gesagt, möchte ich nochmal hervorheben, ist so ein klassisches Grundelement unserer Retail-Stores, dass es hier wirklich ums Erleben geht und das Ausprobieren und dass es hier nicht statisch ist. Made Apple ist der Überbegriff für unsere Lernprogramme, die wir anbieten für unsere Kunden. Und Sessions aus dem Bereich sind verschiedene spezielle Schulungen zu bestimmten Themen. Also wir haben größere Themenschwerpunkte wie Musik, wie Movie, wie Film, Fotografie. Und die Kunden können sich hier zu bestimmten Themen bei bestimmten Schulungen eintragen. Darüber hinaus wird es auch so sein, dass wir in unseren Stores europaweit dieses Jahr über 6.000 Programmiersessions anbieten werden, auch wieder im Rahmen von Today at Apple. Und all unsere Bildungsressourcen und unsere Bildungsmaterialien sind jederzeit kostenlos auch erhältlich.